Das lassen wir gleich mal bleiben. Treten Sie bitte ein Stück zurück, wir haben Corona in der Stadt. Entschuldigung, wir suchen dringend ein Zimmer für die Nacht. Sie sind lustig, wir haben Beherbergungsverbot. Noch bis mindestens 10. Januar. Ich darf hier niemanden reinlassen. Außerdem brauchen Sie kein Zimmer, sondern ein Krankenhaus. Das ist allerdings randvoll. Aber wir haben doch gar kein Corona. Wir haben uns erst kürzlich testen lassen. Und wir haben sogar die Papiere dabei. Es tut mir wirklich leid, aber wenn ich euch reinlasse, geht das Haus die Spree herunter. Können Sie wirklich gar nichts machen? Wir brauchen dringend ein Dach über den Kopf. Na, lasst mich mal überlegen. Also das Einzige, was mir auf die Schnelle noch einfällt, ist unser kleiner Stall am Markt neben der Kirche. Der sieht fast aus wie ein Container, ist aber trocken und warm mit Stroh. Es tut mir wirklich leid. Danke. Danke für nichts.